Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Kartoffelchen im Weltraum. Wir haben unsere kleine Mission abgeschlossen, unsere kleine Reise und haben die Zwiebel Oma links liegen lassen. Was mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid tut, aber drauf geschissen. Jetzt nichts wie zurück zum Sternenzentrum. Mach dich auf den Weg zurück zum Sternenzentrum. Ist gewumst. Zurück zum Zentrum. Jo, machen wir. Ich guck nur gerade, was ist eigentlich mit dem Zeug hier oben? Immer wenn ich schieße und so, ne? Verliere ich denn hier eigentlich auch was von? Oder ist das egal? Das ist egal, oder? Das ist bestimmt egal. Wir können ja auch gerade nirgendwo rein, nichts mehr machen. Ich glaube, da müssen wir weg. Fliegen, Sternzentrum, okay. Zurück zum Sternzentrum. Ist das das Sternzentrum? Das ist es. Okay, aufi baufi. Wups. Also später 7 soll es übrig. Jo, okay. Wir haben es in einem Stück wieder zurückgeschafft. Mal sehen, ob Faye was für uns zu tun hat. Klicke auf Mission, Ziele abschließen. Achso, das hier hinfliegen war eins. Okay. Wir sind wieder da und eines ist klar. Das hat sich gereimt. Die Stärke ist da. Hurra, hurra. Ach, das soll sich auch reimen. Casey, tut dem Universum einen Gefallen und schreib keine Texte. Ich wäre ein frittierter Volltreffer. Nein, weißt du was? Ich bin bereits ein frittierter Volltreffer. Ich bin ein Star. Wunderschön. Klar, Cassie, ich doch auch, oder etwa nicht? Zur Knolle nochmal. Ich bin eine glorreich glühende Sonne, der Mittelpunkt von allem. Die Planeten tanzen um mich herum. Du bist eher so wie eine von diesen alten, sterbenden Sonnen, total von Negativität, verkrusteten, stinkender Gaswerken, intergalaktisches Furzkist. Yo, weiß gar nicht, warum ich das lustig finde. Also, wo geht's denn diesmal hin? Egal, wir haben immer noch keine Ahnung, wo genau Opa G ist. Opa G ist der, den wir am Anfang gespielt haben. Tja, dann lasse ich einfach meine Finger über das Koordinatenpanel tanzen, wie ich es immer zu tun pflege, nicht wahr? Jo, überall bloß nicht hier. Und wenn du auf den letzten Drücker noch was im Zentrum besorgen willst, dann nichts wie los, wir werden nicht noch einmal hier zurückkommen, okay? Okay, wir sind unterwegs, Öppes. Wir haben zwar keinen Schimmer, wo du bist, aber wir werden irgendwie irgendwann dorthin kommen. Ganz bestimmt. Wenn Opa überhaupt noch so lange hält. Klicke auf das Warp-Tor, nö, noch nicht. Oh Mann, vom Warpen wird mir schlecht, aber wir hauen besser ab, bevor die von der Eclipse uns einholen. Klick auf das Warp-Tor im Zentrum, um Kurs auf die nächste Galaxie zu nehmen. Okay, das machen wir. Wollen wir vorne was kaufen oder so? Nö, ne? Offensichtlich nicht. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch was Feines. Aber dann nicht. Dann, Warpy Warpy. So. Mal gucken, was uns jetzt noch alles... feines Bild. Mal gucken, was uns jetzt überhaupt alles so übrig bleibt. Bedrohliche Musik ist nicht gut. Uff, so ganz habe ich mich an diese ganze Warp-Dingens immer noch nicht gewöhnt. Nimm diesmal aber den Eimer. Ich mach das nicht schon wieder weg. Die Musik im Hintergrund hört sich eher so mittelalterlich an. So The Witcher-mäßig. Aber du bist auch meine Schwester. Du sollst dich doch um mich kümmern. Ich bin deine kleine Schwester. Du sollst dich um mich kümmern. Sollen das da eigentlich Brüste sein? Dieses Ding? Man weiß es nicht. Aber die ganze Nummer von wegen nichtsnutzige große Schwester ist schon irgendwie süß und ich kümmere mich um. Hey, ihr seid spät dran. Wer ist denn die Glatzknolle da? Wie meinen? Es hat schon wieder so einen Vorfall gegeben. Wir haben euch doch schon vor einem Sol gerufen. Da habt ihr euch ja mal schön Zeit gelassen. Hollermeister, da hast du die falschen knusprigen Knollen erwischt. Wir sind nur, diese warpenden Kosmokatze bedroht uns hier schon viel zu lange. Die klaut uns unser Essen. Süß. Schmeißt absichtlich Sachen um. Ne. Ne. Hast du da gerade warpende Kosmokatze gesagt? Wie soll das denn bitte gehen? Weiß, die Knolle, die zwinkert sich durch die Gegend, starrt uns mitten in die Augen und schmeißt dann Gläser und Geschirr von den Regalen. Das ist ja grausam. Meine schöne Sammeltellerkollektion. Ach, jetzt wo ihr endlich da seid, ihr Kammerjäger, schnappt euch das Viech und schafft es fort. Aber wir sind doch gar keine... Selbstverständlich, Sir, wir schaffen die Ihnen vom Hals. Tut mir leid, Sie haben ja gar keinen... Moment mal, was? Wir machen das? Denk doch mal nach. Wenn wir diese Kosmokatze fangen, die nach Belieben warpen kann, hat sie auch gereimt, dann kann ich vielleicht eine neue Technologie entwickeln, wenn ich sie eine Weile untersuchen kann und sie könnte... Was? So könnten wir unsere Probleme mit dem Warp lösen, Genie. Ja, bling, bling. Okay, ich mach das schon. Wir machen das. Keine Sorge, Sir, meine wackere Assistentin und ich werden ihr kleines Katzenproblem lösen. Sie haben Glück, Sir, wir sind die Besten unseres Fachs. Ja, bescheißen wir einfach mal. Pah! Mir doch sowas von egal. Seht einfach zu, dass dieses Ding verschwindet, sonst lasst euch ja nicht mehr hier blicken. Keine Zeit zu vergeuden. Zur Kastraten... zur Kastratenkartoffel. Yo, zum Batmobil. Yo.
Fangen wir damit an, die Galaxien in der Umgebung abzusuchen. Allzu weit kann die noch nicht gekommen sein. Okay. Was? Curiosity killed the what? Was mit Katzen? Ach so, das war der Missionstitel, glaube ich, ne? Ich glaube, man spielt auch so eine Geschichte durch. So ein bisschen, das ist eigentlich ganz fein. Diese freche Kosmokatze kann nicht... Ach so, das ist jetzt unsere Mission. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, gucken, dass ich selber vorankomme. Das ist nie gut. Aber die Musik ist so schön entspannt. Soulig irgendwie. Passt irgendwie nicht ganz, aber irgendwie schon. Was ist das? Das ist die Praxis. Aber allen Leuten geht's ja noch tutti. Was haben wir da? Da haben wir die Werkstatt. Wir könnten bauen so ein Apollo-Ding. Ja, das haben wir ja schon, nicht wahr? Und das hier macht 67 Schaden. Das ist ein bisschen was. Wir bauen die einfach mal. Pass auf, wir bauen die einfach mal. Und er kann uns die ja wieder zusammenschribbeln. Wir haben ja genug Sachen da, also machen wir das einfach mal. Da kann ich noch nicht hin. Ich glaube, das schaltet man später bestimmt auch frei. Und hier fehlt uns noch... das passt nämlich nirgendwo mehr rein. Das hier müssen wir irgendwann noch aufrüsten. Oder so. Aber wir gucken erstmal hier im Einkaufszentrum nach, was es da so Feines gibt. Ach du Scheibe. Okay, was haben wir da? The Outfit, das Ink. Schwere Begeisterung hier. Was ist das? Ach, das sind Waffenteile. Der Pazifist. Was ist das? Präzision, das ist Crit. Okay. Das ist Leben, das ist Angriff. 34, hat der 36, 100. 100, aber den haben wir schon, ne? Die Erbsenpistole, die haben wir schon. Ich glaube, wir lassen erstmal... Oh, wir können auch verkaufen. Die beiden haben wir zugewiesen. Ich weiß nicht, ob das clever ist, einfach mal zu sagen, pfeif drauf und wir... Obwohl, der macht schon relativ viel Schaden. Waffenteil ist das. Wir haben ja schon ein Trommelfeuer. Ich weiß nicht, ob das hier noch... Pass auf, wir verkaufen das einfach mal. Einfach mal verkaufen. Drauf gepfiffen. Man lernt ja nur, indem man Scheiße baut. So, dort haben wir Antimaterie. Ach, hier können wir so einen kleinen Krams kaufen. Okay, nö. Brauchen wir erstmal nicht. Und hier... Ah, das hier ist doch... Das will ich. Brücken-Upgrade. Anzahlslot 2. Standardbrücken kommen. Mannestation inklusive kostenlosen Puschelwürfeln für den Rückspiegel. Ja, fein. Dann müssen wir uns den nicht mehr extra kaufen. Schildgeneratoren. Ladungskondensator. Ich weiß noch nicht ganz, was das bringt. Treibstofftank. Rumpfverstärkung. Lagereinheit. Also alles kann ich mir selbst erklären. Nur das irgendwie nicht. Obwohl doch klar. Ladung. Damit man mehr Waffen benutzen kann. Akademie-Upgrades. Labor-Upgrade und Brücken-Upgrade. Das hätte ich ganz gern. Wo sehe ich denn, wie viele Knetchen wir haben? Da oben, 12.000. Wir kaufen uns das jetzt mal. Ich weiß, dass wir noch einen Typen brauchen. Was ist das denn? Ist das eine Gurke? Gurke, yo, das ist eine Gurke. Fein. Die will ich haben. Was kann die denn? Railgun-Panzerung, Level 1 plus 15 mal für Railguns. Chance auf eine bessere Railgun bei der Herstellung. Wookie verzieht normalerweise keine Miene, doch sein meckerndes Lachen ist dafür bekannt, bei anderen Leuten spontane Gewaltausbrüche zu provozieren. Jo, das kann ich nachvollziehen. Wen habt ihr denn noch? Was ist das? Das ist Dom Diddleston. Film mit Schrapnelle, Angriff für... Warte mal, ich muss mal ganz kurz, wir müssen mal eben... Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen äumelig hier, was wir hier machen. Aber jetzt natürlich auch mit Taktik und so, ne? Das Ding, was wir dort haben wollen, das ist... Was ist das denn? Zugewiesen? Wieso? Ich habe da noch gar nicht alles... Was? Zugewiesen? Wieso ist das Waffenteil... Ah, das wird gerade gebaut. Okay. Das ist nämlich Rakete. Okay, das heißt, Gurki zu kaufen macht leider keinen Sinn, weil Gurki nicht für Raketen ist. Schrapnelle macht auch keinen Sinn. Der Maxi werden jede Runde wieder hergestellt. Chance auf Entfernen von einem zufälligen Debuff. Ja, der Opa, okay. Kritisch für Laser. Ja, die bringen uns leider alle noch nichts. Wir sparen erstmal Kohle, und gucken später. Es muss ja noch gebaut werden, im Notfall setzen wir einfach ihn da dran. Nochmal gucken. Jo, alles tutti. So, dann los, oder? Warten, ein Soll weiter. Würde ich sagen, oder? Warten, einfach mal warten. Ein Soll später, 17 Souls übrig. Was ein ganzer Haufen ist. Spielstand gespeichert, sehr gut. Willkommen zurück, Captain, schauen wir mal. Jo, ja, das kenne ich ja schon. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach, warten ist einfach nur speichern. Okay, erkunde die Planeten der Umgebung.
Weil wegen Kosmokatze. Und so, wo waren wir denn? Oh! Feinde, bla bla bla. Wir fangen einfach mal an mit dem, weil der so schön aussieht. Wenn sich da keine Katze rumtreibt. Feinde, Solanum-Patrouille und standhafter Schlachtkreuzer. Ressourcen, Antimaterie. Ob wir das jetzt brauchen oder nicht, weiß ich nicht. 22 Treibstoff. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Enzo später, yo, 16 soll es übrig. Willkommen beim Planeten Euroditze. So, Spielstand. Ach, jetzt speichert es richtig oft. Okay, und jetzt auf Erkunden, ne? Richtig, richtig. Jetzt kommen wieder die Gegner und was zum Sammeln. Die nächste Oma nehmen wir aber mal mit, würde ich sagen. Jo, mit den Leuten bin ich zufrieden. Skellion Johansson und Bratkartöffi, die schaffen das. Die kriegen das schon gebacken. Aufi, Baufi. Stau, ach nö! Vor uns ist Stau, aber keine Ahnung warum. Cassie tappt ungeduldig mit den Füßen. Abwarten, fliegen wir drumherum. Wir warten einfach mal ab. Sie warten im Stau und kommen immer nur zentimeterweise vorwärts. Der Stau löst sich schneller als erwartet auf und sie kommen dann doch noch ohne größere Verzögerung weiter. Hurra, so ein Glück. Der Knolle sei Dank, dass wir dann doch nicht so schlimm. Jo, stimmt. Gibt's jetzt irgendwas Schönes? Weil wegen Geduld und so? Auf den Sack gibt's. Toll, wir werden dich pürieren. Jo, mal abwarten. Der hat ja nichts, der hat ja gar nicht so viel. Das kleine Schild, aber das... Das machen wir platt. Ich überlege gerade, ich glaube, es wäre besser gewesen. Hätten wir uns das Upgrade geholt. Für Ladung und so. Jetzt können wir nämlich mit dem Ding gar nicht schießen. Oder? Doch, jetzt schießen wir... Okay, das reicht. Dafür reicht's noch. Das Schild von ihm ist jetzt hinüber. Aber trotzdem wäre mehr Ladung, glaube ich, keine schlechte Sache. Aber der sollte... Na, los. Der sollte nicht allzu lange überleben. Und hat vielleicht auch was Feines dabei. Die Iro-Toffel da. Butz. Ich hoffe auch noch, dass man die Farbe von dem Schiff und so verändern kann. Und dass man die Captains vielleicht noch wechseln kann, auch wenn die beiden Töffelchen die Hauptrolle spielen. Kann man da, glaube ich, bestimmt noch geilen Shit mitmachen. Wupsi. Wupsi. Beute, jede Menge Gedöns. Erbsenpistole, okidoki. Wir haben keine Angst, wir beben vor Entschlossenheit. Die Kartoffel sieht ein bisschen politisch rückständig aus. Zur Pelle, das wird ewig dauern, diesen Rumpf dazu zerstören. Ist vielleicht am besten, für die Waffen anzugehen. Warum ewig? Das geht doch noch, oder? Geht das nicht noch? Das ist doch noch machbar. Ja, aber, also wenn man erst die Waffen zerstört, dann hauen die einfach ab, oder was? Weil sie dann eh nichts mehr machen können. Nehme ich an. Also einfach immer mitten auf den Sack. Mal gucken. Ach, mehr geht nicht. Aber die sollte doch eh, warte mal. Nee, das war die nicht. Das war die nicht. Welche Waffe war das denn nochmal? Warte mal. Welche Waffe war nochmal die streuende Waffe? Raketen. Ja, okay, die bauen wir ja gerade erst noch. Die wollte ich ja haben, aber die müssen wir vorne bauen. Knöps. Hä, wieso hat denn die jetzt was abbekommen? Hä? Na, ist ja auch Wupsi. So, alles da drauf. Sollte reichen, ne? Genau. Standhafter Schlachtkreuzer versucht sich mit 713 die Flucht zu erkaufen. Ha, ach so, soll es vielleicht eine Mischung aus Hitler und Super Mario sein? Mir fällt jetzt erst die Buchse auf. Sind wir bestechbar? Nö, oder? Wir sind böse. Wir lassen Zwiebelomas links liegen. Wir sind böse. Ich würde sagen, wir sind böse. Wir, nö, nicht erkaufen. Wir haben überhaupt nichts erkauft. Du kriegst jetzt auf den Sack, mein Guter. Jetzt gibt's auf den Sack. Wenn wir das Schild wegkriegen. Kriegen wir weg, okay. Jetzt alles auf den wunden Punkt. Der kann uns ja nicht mehr wehtun, ne? Ich guck mal. Der Slot ist nämlich ein bisschen angefressen. Aber dem Rumpf geht's noch gut. Also kann da, glaube ich, nichts Böses passieren. Jo, guck mal, das ging doch fix. Zerstörung, bla 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 bla. Bonus, Trommelfeuer. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir mehr Geld bekommen hätten, hätten wir die. Jo, purieren. Die sehen nachher. Können eine gute Idee sein? Ja, Rumpf zuerst, okay. Die haben ja nur eine Waffe. Mehr haben die ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade mehr gegeben hätte. Als Moralbonus oder so, wenn man die einfach hätte gehen lassen.
Aber sowas machen wir nicht. Wir sind böse, Töffelchen. Da kriegt keiner eine Chance. Wer zuerst doof kommt, der hat halt Pech. So einfach ist das. Leveln die eigentlich auch auf? Level 1. Der Opa, der hat ja dann quasi, also der, mit dem wir angefangen haben, der hat ja dann quasi schon ein fertiges Schiff sozusagen. Fürs Tutorial. Der hat ja dann schon ein richtig dickes Ding. Da müssen wir erst drauf hinarbeiten. So. Immer mitten auf die Knolle und weiter. Rum zur Teil geborgen, Erbsen bis zu Level 1. Ich weiß gar nicht, sind das immer Waffen, die wir da aufsammeln? Eine ganze. Schon wieder Ihmchen. Er ist wieder da. Jo, wir beben vor Entschlossenheit. Genauso wie dein kleiner Bruder da hinten. Weiß ja, wie es ausging. Du weißt ja, wie es ausging. Butz. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, was unsere Anführerin ja gesagt hat. Oh Gott. Unser Lauchi. Der Schrapnell, der sieht ein bisschen tot aus gleich. Oh shit. Die sitzen da. Oh shit. Oh shit, oh shit. Das ist aber gerade nicht so geil. Der ist tot. Lauchi! Das ist nicht gut. Oh, und die ist gleich auch im Sack. Scheiße! Kappes! Was machen wir denn dann? Oh oh. Das ist auch noch eine Waffe. War das vielleicht eine dämliche Idee, hier hinzugehen? Oh oh. Ja, jetzt ist die zwar kaputt, aber Schild. Wir brauchen ein Schild. Oh shit. Ich hätte es früher machen sollen. Ich glaube, ich habe es verbockt. Wir verschwinden besser von hier. Notfallcode eingeben, ausführen. Fluchtsequenz einleiten. Enter Emergency Code. Ja, was weiß ich denn, was der Emergency Code ist? Wupsi ist der Emergency Code. Hier, Wupsi, ausführen. Passwort vergessen. Wie Passwort vergessen? Willst du mich verarschen? Ich wusste, dass du was vergessen würdest. Passwort 3. Wo kommt das nochmal hin? Scheiße. Flucht erfolgreich. Jo, das hat sich ja voll gelohnt. Nette Idee. Ja, unbesiegt, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Also er wäre echt der Letzte gewesen. Weiter. Jo, die sehen ein bisschen traumatisiert aus. 15 Souls übrig. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. 0% war das. Vielleicht war das nicht so gut. Wie geht's denn unseren Leuten? Masochist Level 1? Erschüttert Level 1? Was? 20% Chance, die zugewiesene Arbeit nicht zu erledigen? Och, nö. Die sind... wie ist denn mal mit Krankenstationen hier? Euch geht's ja eh nicht so gut. Oh nein, oh nein. Das kostet Souls. Oh Gott. Traumatisierter Lauch. Oh nein. Ich glaube, das ist scheiße. Der liegt in Behandlung. Die Waffen sind im Sack. Kann ich die auch nicht mehr reparieren, oder was? Kurz gucken. Oh, das lief ja super. Laserschrapnell. Die eine Waffe hatten wir doch fertig, ne? Die Rakete. 5432. Bis 92. Dafür hält die ein bisschen mehr aus. Weniger Schaden mehr aushalten. Ich glaube, wir nehmen mal lieber die. Schrapnellerstellung. Kacke. Denen geht's nicht so gut. Ich glaube, man könnte die jetzt wieder da reinstecken, oder? Aber das fänden die dann nicht so knollig. Oh nein. Der tut mir ein bisschen leid, der Dude. Wir können ja doch noch aufrüsten. Oder nicht? Haben wir hier nicht was? Kapazität? Buben, buben, buben. Pilot, Schatz, Forschung. Upgrades, hier Upgrades. Ein Brücken-Upgrade, yo. Hier, da. Will ich haben. Will ich ausrüsten? Oder haben wir das schon gemacht, dadurch, dass wir es gekauft haben? Aber ich sehe gerade nichts Neues. Ist das Problem. Erforderlich. Ich weiß, ihr geht's nicht so gut. Erschüttert Level 1, Präzision minus 15, weil sie jetzt einmal gestorben ist. Und ich weiß auch, dass die Waffe... Wo ist er eigentlich? Ach, er ist jetzt da hinten dran. Ich weiß auch, dass die Waffe im Sack ist. Wir müssen mal eben nach Hause. Taxi zum Zentrum. Bleiben wir dann trotzdem da? Wir müssen nur einen Arsch voll Geld bezahlen. Das will ich eigentlich gar nicht. Schwierigkeit 1. Was hatte das denn nicht? Das hatte auch Schwierigkeit 1. Heißt, wir waren einfach nur scheiße. Na, das ist ja klasse. Außer Reichweite, nicht erkundet.
Sternzentrum. Wir fliegen einfach mal zum nächsten. Erz und Nanofasern. Wir fliegen einfach mal hin. Drauf geschissen. Wir können zu dem vielleicht nachher noch zurück. Vielleicht müssen wir auch nur den einen Typen noch besiegen. Den wir schon besiegt haben. Hey, lady. Hey, lady. Hey, lady. Hey, lady. Hey, lady.